Energie Cottbus Spiel gedreht. Zu 11 gegen 10 Cottbusser. Schwierige Anfangsphase. Die ersten 30 Minuten sah so aus, als ob ihr euch schwer getan habt im Spiel. Blick mal zurück einmal auf das Spiel. Was setzt sowas eventuell frei? Wie hast du das Spiel auch erlebt? Ja gut, ich denke von Anfang an, wie du schon gesagt hast, war es ein sehr schweres Spiel für uns. Wir haben, wie gesagt, unter der Woche natürlich kleine Problemchen zu bewältigen gehabt. Und das hat man im Spiel, denke ich, die erste halbe Stunde gemerkt. Doch dann ganz klar verdient, glaube ich, gelb-rot gesehen Michel. Und das hat uns dann so ein bisschen befreit nach dem 1-0-Rückstand. Und dann muss ich ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft halt auch aussprechen, weil die hat super lang gespielt, spielerische Lösungen gefunden und dann meiner Meinung nach dann auch in der zweiten Halbzeit ganz klar verdient 2-1 gewonnen. Ich denke, ein neues Trainerteam oder Trio jetzt in dem Fall bringt immer einen neuen Wind. Und das hat man, denke ich, gestern gemerkt. Wir haben von 3-4-3 auf 4-4-2 umgestellt. Das hat man schnell gemerkt, denke ich, dass wir auch vorm Tor gefährlicher geworden sind, weil wir mehr Aktionen dadurch hatten, weil eben zwei Spieler vorne in der Box drin waren. Und ja, auch die Trainer sind sehr authentisch, selbst alle Fußball gespielt, das merkt man einfach. Und dementsprechend konnten sie das, was sie erzählt haben, halt auch glaubwürdig rüberbringen. Und das ist, denke ich, bei einem Trainerteam immer ganz wichtig. Die Umstellung, du hast es jetzt gerade schon gesagt, das hat euch ein bisschen mehr Torgefahr gebracht im Spiel. Grundsätzlich ist euch das schwer gefallen, die Umstellung aufs 4-4-2? Ich schätze persönlich nicht, denn es ist ja auch ein System gewesen, das ihr aus der vergangenen Spielzeit von Mike Walpurgis und Ovid Haju noch erkennt. Genau, wir haben das ja letzte Saison auch gespielt, ein ganz klassisches 4-4-2. Und gewiss war es vielleicht in den ersten paar Minuten eine kleine Umstellung, weil natürlich die Innenverteidiger normalerweise viel offensiver bei einem 3-4-3 agieren. Aber Dave und Tobi haben das natürlich super hingekriegt und haben die Mannschaft dann geleitet von hinten. Und dementsprechend war das jetzt keine sehr große Umstellung für uns. Gib uns bitte einen Ausblick auf das Spiel gegen Holstein Kiel. Nordderby in der Osnabrück Arena. Die Kieler bringen sicherlich auch einiges an Fans mit. Da wird gut was los sein in der Osnabrück Arena. Auf was für ein Spiel blickst du voraus? Was glaubst du, was wird es für eine Partie? Ja, Kiel ist zwei Punkte vor uns. Das heißt, mit einem Sieg gehen wir an Kiel vorbei. Das ist natürlich unser ganz klares Ziel. Kiel hat jetzt auch die letzten paar Spiele oder die letzten zwei unentschieden jetzt zumindest gespielt gegen Fortuna Köln. Dementsprechend kommen wir mit einer breiteren Brust, glaube ich, mit einem 2-1-Sieg gegen Cottbus daher. Und das wollen wir den Fans natürlich auch zeigen. Von Anfang an Gas geben in der Osnabrück Arena, die Zuschauer mitnehmen. Einfach vielleicht so da, wo wir gegen Leipzig aufgehört haben, einfach weitermachen. Und ja, die Fans sind immer da bei uns, das wissen wir. Die geben immer Vollgas und das wollen wir diesmal auch machen, damit wir halt auch jetzt endlich die ersten drei Punkte zu Hause holen können.